So, und weiter geht's bei Ico. Mal wieder ein... Ja, also ich denke mal, ich hoffe, dass die technischen Fehler langsam mal vorbei sind. Es nervt mich genau, wie es euch nervt. Das könnt ihr mir glauben. So, wir sind wieder in einem weiteren Außenareal angekommen. Und es plästert wie aus Eimern. Windig ist es auch nach wie vor. Das macht die Sache jetzt eigentlich ungefährlicher hier. Müssen wir hier runter? Ist hier Ende? Nein, ich denke mal, wir müssen rüberspringen. Hey, dramatische Kameraeinstellungen. Yeah, aber der Sprung ist geschafft. So, meine Güte. Okay, müssen wir vielleicht hier rüber? Ah, okay, das ist doch dieses... Erkennt ihr das Gebäude hier, ne? Das mit der kaputten Brücke. Hier in dieses Gebäude, da hat alles angefangen. Da hat unsere Flucht angefangen. Und paradoxerweise fliegen wir genau da jetzt wieder hin. So wie es scheint. Das scheint der einzige Weg zu sein, den wir gehen können. Das heißt, irgendwie über diese Art Brücke. So, weiter geht's hier offenbar nicht. Ich lass mich mal eine Station weiter fallen. Noch eine. Noch eine. So. Und dann kann ich hoffentlich rüberspringen. Und auch wieder hier hochklettern. Alles klar. So, noch weiter. Okay. Wir sind also hier auf diesen Rohren und laufen wieder in das Schloss. Zum Anfang unseres Abenteuers. Und aufpassen, dass ich hier nicht runter glitsche. Yep. Oh je, was uns hier wohl erwartet. Es ist hier schon mal etwas trockener. Aber Ico dürfte trotzdem frieren. Seine Klamotten sind total durchgenässt. Der Wind zieht hier durch. Und wo sind wir denn hier gelandet? Ach, das ist dieser Raum. Das hier ist dieser Aufzug, in den wir reingebracht wurden, als wir noch gefesselt waren. Naja, schauen wir mal, ob wir den Eingang finden hier. Okay, vielleicht können wir hier drauf springen. Okay. Und... Hep, Ico. Jawohl, alles klar. Tja, und nun? Führt der Weg nach unten oder führt er nach oben? Vermutlich führt er erst nach unten und dann nach oben. Was haben wir hier? Aha. Okay. Mhm. Kommen wir hier irgendwie näher? Also, kann ich mich hier irgendwie entlanghangeln oder so? Nee, geht nicht. Hier lang vielleicht? Also irgendwie traue ich mich jetzt auch hier nicht. Das sieht ein bisschen tief aus. Hier lang springen kann ich auch nicht. Dieses Brückenstück hier ist total zerstört. Ich guck mal, was auf der anderen Seite, wie es da weiterging. Ups, nein, das ist jetzt uncool. So, das sieht schon besser aus. Frage ist nur, geht's nach links weiter? Oder nach rechts? Also rechts ist, sieht relativ aussichtslos aus. Auf der linken Seite, haben wir vielleicht eher eine Chance.
So, und jetzt vorsichtig hier rüberspringen. Gut. So. Kommen wir irgendwie an diese Kette ran, wenn ja, so. Aha, eine Station tiefer könnten wir damit. Okay, ich komme hier hoch. Ich kann es bewegen. Kann ich denn hier... Ja, hier könnte ich auch noch ein bisschen weiter, aber unwesentlich. Das hilft uns jetzt nicht so furchtbar viel. Ich könnte aber, ich denke mal, diese Kette ein bisschen näher hier ranholen. Ja, das sieht gut aus. Zack. Sodass ich hier dran springen kann. Okay. Boah, puh. So, ein bisschen runterhangeln jetzt. Ich denke nicht, dass wir... Nee, da noch nicht drauf. Das heißt, ich drehe mich mal um. Noch eine Station weiter runter. Und versuche dann hier hinzukommen. Nehmen viel Schwung. Und... App. Uff, alles klar. So, direkt von der Leiter gelandet. Geht's denn hier? Hier ginge es theoretisch noch weiter. Bis da hinten hin. Und hier nicht. Ich würde sagen, wir können wir der Leiter folgen. Wo kommen wir da aus? Tja, das bringt uns jetzt auch nicht so furchtbar viel weiter, ne? Wenn wir unten, oder? Wenn wir unten sind, dann ist da Schluss. Und hier auch. Pass auf, ich gehe jetzt hier einfach mal hier noch ein bisschen lang. Okay. Okay, der Sprung sieht machbar aus. Genau wie der hier. So. Hier ist eine neue Leiter. Hilft die uns? Aha, da können wir vielleicht hier dran springen. Ich habe mal da eine Chance. Können auch noch ein bisschen weiterlaufen. Dann werden wir einmal fast komplett rum, aber da hinten ist nichts mehr. Spektakuläres, deswegen probieren wir das doch mal. Hier. Hep. Wow, alles klar, das hat funktioniert. Puh, ein bisschen abspeichern, Mann. Ich würde mal gerne abspeichern. Okay, kommen wir an dieser Treppe... Ja, an dieser Treppe kommen wir runter. An dieser Treppe kommen wir runter. Und wir sind hier. Wir wollen hier rein. Dafür brauchen wir aber entweder Yorda oder... Hatte nicht einer der Zauberer so ein komisches Schwert dabei, mit dem er das auch gemacht hat? Vielleicht können wir das ja auch finden. So, was ist denn das hier? Eine fette Säule. Ein Boot. Hier, das ist der Anlegeplatz, an dem wir angekommen sind. Ah... Laufen wir doch erstmal den trockenen Weg. Ich habe eigentlich keine große Lust zu schwimmen. Da ist man immer so ungelenk. Und hier ist irgendwas. Da ist das Schwert, von dem ich... das ich meinte. Wow. Oh, wir können es direkt benutzen. Alles klar. Ja, super. Dann... Muss ich hier noch mehr machen? Irgendwie rumschwimmen oder so? Probieren wir doch einfach mal, direkt die Tür dahin aufzumachen. Vielleicht... Nein! Oh, Kacke. Ach, ich komme hier hoch. Okay. War nicht so schlimm. Weil prinzipiell ist dieses Gelände hier noch relativ weiträumig. Vermutlich gibt es noch eine Menge Möglichkeiten, Dinge hier zu erkunden. Aber vielleicht reicht uns das Schwert ja vollkommen aus. Das tut es in der Tat. Sehr geil. Dann nichts wie rein hier.
Hoffentlich ist Jorda überhaupt noch da. Hoffentlich ist sie überhaupt hier und wir müssen nicht den ganzen Weg nochmal von vorne machen. Und wie sollen wir das machen? Wir haben ja gar keine Chance. Und ja, doch, okay, wir haben jetzt das Schwert, aber... Aber das muss ja jetzt wirklich nicht sein. Der Raum kommt uns doch bekannt vor. Oder? Ist das nicht der Raum? Nee? Oder? Ich dachte jetzt, das wäre der Raum mit den Figuren. Das ist der Raum. Es ist der Raum. Ah, es ist der Raum. Da ist unser altes Gefängnis. Liegt hier irgendwas? Oder ist das nur ein Stein? Könnte auch ein Medaillon sein, aber es scheint nur ein Stein zu sein. Okay. Und da oben sind schon ein paar Wächter, die auf uns warten. Schattenwächter. Oh, was machen die mit Jorda? Und sie sind genau in der... Also, hier sieht, hat man es gerade mal richtig gut gesehen, die sind genauso gehörnt wie wir. Verschwindet, lass Jorda in Ruhe. Kriegt das mit meinem Lichtschwert zu tun. So, das übrigens anscheinend die stärkste Waffe im Spiel ist. Oh, wo bist du? Wo seid ihr? Sehr gruselige Musik. Ich hoffe, ihr hört das gerade. Ich hoffe, ihr habt gerade die Ohrstöpsel drauf oder Kopfhörer oder was auch immer. Die Musik, das ist gerade echt so eine Gänsehautmusik. Und was ist hier eigentlich los? Ach, guckt mal. Das sind all die... Sind das etwa all die Seelen, die hier gefangen sind, die jetzt hier gerade auf uns... einprügeln. Beziehungsweise, wir prügeln ja eigentlich auf die ein. Die schwirren nur um uns rum. Und wieso treffe ich die eigentlich gar nicht? Na, also geht doch. So, und du bist da hinten auch in der Ecke. Wusch. Da ist noch einer gekommen. Der ist direkt wieder verschwindet. Wow. Ist das wirklich so? Es leuchten immer mehr, kann das sein? Kann man sich überlegen, was machen wir ja dann eigentlich mit denen? Befreien wir die sozusagen von ihrem Leid oder drängen wir sie nur zurück? Vermutlich befreien wir sie, weil irgendwie teilen diese Schattenwesen ja ein sehr ähnliches Schicksal wie Aiko. Oder teilen ihr Schicksal, naja, deren Schicksal ist auf jeden Fall irgendwie ähnlich wie das von Aiko. Die sind alle verbannt und verworren und hingebracht worden. Sprungattacken kommt man denen so einigermaßen gut bei. So einigermaßen jedenfalls. Diese Musik, diese Melodie ist so traurig. Das ist ganz furchtbar. Sehr krass gemacht. Sehr stimmig. Irgendwie bizarr, aber stimmig. So viele sind es denn noch? Noch eine ganze Menge. Nein, jetzt hat die... Was mache ich denn da?
Ja. Nicht so einfach. Vor allem sind echt so sau viele. Das ist ja hier nur die eine Wand. Hinter mir ist ja noch eine Wand. Zwei auf einmal. Nochmal zwei auf einmal. Also sie tun uns gar nichts. Das sind eigentlich nur wie diese komischen Mini-Schattenvögel. Von denen es am Anfang auch noch sehr viel mehr gab, später auch nicht mehr so viele. Also, sie sind einfach nur da im Moment. Und hindern uns da, um weiterzukommen, also. Vielleicht so muss man das anders sehen. Wir sind für diese Wesen da. So, jetzt müsste sich das langsam am Ende zuneigen, denke ich mal. Ein paar sind noch da. So, was haben wir denn hier eigentlich noch so alles? Da sind schon noch einige da. Mann, ey. Aber. Nein, Aiko. Zack. Komm. Ergib dich deinem Schicksal. Ich befreie dich von deinem Schicksal. Vielleicht kann man das so sagen. Was ist mit Yoda passiert? Yoda sitzt da wie versteinert. Yoda? Du bist versteinert. Yoda, was haben die mit dir gemacht? Oh je. Huch. Nice. Sehr elegante Art und Weise, eine Treppe hochzugehen, aber gut. Was verbirgt sich hier hinter? Wir werden sofort rausfinden.